Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist Angelus zurück in Dark Souls 3 und ihr seid wieder mit dabei. So, jetzt kann ich den Fahrstuhl hier hochfahren. Vielleicht nie wieder das Archiv, wenn es jetzt hier weitergeht. Das wäre schön. So, den haben wir jetzt freigeschaltet, den Fahrstuhl in der letzten Folge, und jetzt haben wir hier das neue große Gebiet. Okay. Wobei doch nicht. Das könnte hier noch aufs Dach hinaufführen. Ah, guck dir da den Himmel an, Mensch. Okay, da unten habe ich gekämpft. Hier kann ich einmal rumrennen. Das ist auf jeden Fall da oben das Burg Lothric Hauptquartier. Was steht denn da? Achso, so Barrikaden sind das. Also, wenn da mal nicht der Prinz drin ist, da. Oh, und Loot. Seele. Und das müsste... Da liegt auch... Da oben ist Loot und da oben bewegt sich was. Drei so komische Engel oder so. Kann man von hier unten ganz gut sehen. Okay. Das wird wahrscheinlich... Die werden wahrscheinlich runterkommen, wenn ich hier lang gehe. Vorsicht vor Trio. Einzelkampf versuchen, ja. Ich kann aber auch weiter... Okay, ich gehe halt mal noch nicht darauf. Kann ich hier rum? Leider nicht. Na, es sieht zwar aus, als müsste ich da hin. Noch kommt keiner. Nicht voraus Feind. Da haben wir noch Loot. Bisher sind sie noch nicht runtergekommen. Das finde ich gut. Oh, da ist die letzte Estus-Scherbe. Wenn das mal nicht das ultimative Ulti-Erlebnis ist. Komm ich auch nicht rum. Ich glaube, ich laufe erstmal die ganzen Ränder ab. Schatz voraus. Ja, den habe ich ja gerade. Aber man kann da auch rauf auf dem Turm, weil da liegt auch noch was, ne? Muss ich aber sicherlich da kämpfen. Ich schaue mich erstmal alles an. Einmal die Runde machen, würde ich sagen. Okay. Nichts. Müsste ich jetzt nicht bald mal einmal rum sein? Ganz schön groß hier. Ja, jetzt bin ich rum. Okay. Kriegt man die denn einzeln, wenn ich mal fragen darf? Jetzt höre ich was. Okay. Wow. Die zwei stehen aber zusammen. Das finde ich doof. Kommt einer hier vielleicht durch die Tür? Einer nur. Ah, oh, das sieht doch gut aus. Das sind nicht die gelben Engel, das sind die fetten Engel, ey. Drei Engel für Charlie, die habe ich mir aber anders vorgestellt. Oder anders in Erinnerung. Na gut, die werden ja auch älter, ne? Nein. Ah. Mach der Rolle. Komm schon, du bist gleich tot. Du weißt es nur noch nicht selber. Oh, der war schön. Gut ist, die bieten eigentlich ganz gut Angriffsfläche. So, einer weniger. Der andere ist ganz abgehauen. Oh, der hat aber eine große Waffe. Ja.
Wenn er mal unten bleiben würde. Alter. Das Rumfliegen ist ziemlich ätzend. Jetzt steht. Alter. Verdeckt mir nicht die Kamera. Ich glaube, ich habe ihn gerade unterbrochen beim Zaubern. Ja. Okay, der zweite. 15.600 Seelen gibt der, ey. Boah. Wenn man bei denen man nicht leveln kann, weiß ich auch nicht. Wo ist der dritte? Auf der Seite. Was hat der für eine Waffe? Auch so eine große. Ah. Wenn man bei denen mal nicht leveln kann, ey. Jawohl. Ah, das war fast wieder ein Backstep gewesen. Nein, nein, nein. Oh, oh. Titanitscholle? Nice. Helle Bade des geflügelten Ritters. Große Titanitscherbe. Okay. Das ist schon die dritte Titanitscholle, die ich finde. Die dritte. Warte mal, hier geht's. Da geht's rein. Und da geht's nochmal weiter rauf auf der Seite. Wo geht's denn da? Da unten geht's wieder zum Archiv, ne? Aufs Dach rauf. Bringt mir das was? Mache ich mal noch nicht. Vielleicht um die letzten Geheimnisse im Archiv zu finden. Na, ich muss jetzt die Treppe hochgehen. Dann haben wir hier noch eine Leiter. Was soll das denn hier für ein Spalt sein? Hm. Oh, keine Nachrichten dran. Also ist da wohl auch nichts Geheimes drin. Okay, jetzt bin ich hier oben. Gute Arbeit. Was haben wir denn hier? Jägerring. Okay, der gibt mir wahrscheinlich Geschicklichkeit. Ich habe sowas ja ähnlich auch mit Ritterringe bekommen. Intelligenz habe ich jetzt. Stärke. Geschicklichkeit, sage ich ja. Immer 5 geben die Dinger. Nicht schlecht. Okay. So, das war's. Dann muss ich jetzt darüber. Oder unten nochmal da aufs Dach rauf. Und ich schaue einfach nochmal. Selbst wenn ich denn da unten nichts weiter finde, kann ich wieder nach oben gehen, muss aber nicht nochmal gegen diese drei hier kämpfen. Hier war's. Das Blöde ist, ich muss da auf diesen Balken rauf. Da. Okay. Das sieht aber so aus, als es, kann man da drauf stehen? Sieht aus wie, da ist ein großes Nest. Und da liegt auch was. Genau hier unter mir. Wie kommen wir dann ins Weiter? Da liegt auch noch was. Uiuiui. Ah, hier geht's runter. Göttlichen Säulen des Lichts. Ach, das, was die mal gezaubert haben. Mhm. So. Ey, du Madensau. Gesegneter Edelstein. Danke. Warte, jetzt muss ich weiter runter, ne? Ja, hier liegt nichts mehr.
Okay. Boah, du bist fast runtergefallen. Was hat er hier geschrieben? Illusion. Echt? Leck mich doch am Arsch, du blöder Sack. Das fliegt eiskalt durch mich durch. Da ist eine Leiter. Da ist eine Leiter hier. Ich schaue erstmal nochmal weiter. Okay. Aber ich glaube, da ist nichts mehr. Und da hinten war ich auch überall. Die Leiter könnte noch irgendwo hinführen. Natürlich führt sie irgendwo hin. Die Frage ist wo. So. Hey. Warum habe ich diese Leiter nie gesehen? Ah, guck mal hier, Kisten. Und da ist dieser Ritter wieder. Aha. Cool. Wird man hier auch noch belohnt. Man sieht aber, doch, da ist die Kette. Okay. Göttlicher Segen. Oh, nice. Oh, Funkeltitanit. Ja. Sehr schön. Ah, okay, hier komme ich raus. Das Fenster habe ich aber nie beobachtet oder nie gesehen, als ich hier hochgekommen bin. Sehr cool. Wenn das mal jetzt nicht alles war an Geheimnissen hier. Jetzt bin ich hier. Wieder. Nee, warte, das kann ich auch abkürzen. Ich habe jetzt keine Lust, hier nochmal rumzulatschen. Das muss nicht sein. Wow, hier. Boah, jetzt hat er mich schon wieder vollgewachst. Blöder Sack. Gute ist aber, ich hab wieder ein Level up. Auf jeden Fall. Plus dann wieder noch die Estus-Scherbe. ...90.000 Seelen. Auf jeden Fall cool gemacht. Viele gute Items heute gekriegt, ne? Katos Krummschwert hatte ich auch mal. So, gehen wir erstmal zu Andre. Habe ich 15 Flask dann. Nice. Ah, tis good, wasn't it? Estus Wachung verstärken. Ultimatives Estus. Jawohl. Prithee, be careful, I don't want. Wieder eine Trophäe mehr. Welcome home, I shall speak. Very well, then take no. So, und Kondition 38. Und ich bin Stufe 110. Ausdauer ist 154. Nice. Danke. Sehr schön. Plus, also 15 Flask, die ich trinken kann, plus 10 die Heilkraft. Besser geht's nicht. Besser geht's nun wirklich nicht. Gewänder des Meisters. Furchtbar verschlissen.
So, jetzt wieder den Fahrstuhl hinauffahren und dann kann ich da über diese große Brücke gehen. Zum wichtigen Turm in ganz Lothric, würde ich mal sagen. Habe jetzt auf jeden Fall auch wieder einiges mehr an Level und Heilkraft sowieso, dass ich dann irgendwann nochmal schön den namenlosen König versuchen kann. Denn den will ich unbedingt auch noch schaffen. Den optionalen Überboss. Okay, was erwartet mich hier noch? Okay, da sind noch... Kann ich die kaputt hauen? Oh, kann ich. Hör auf, mich zu schlagen, Mensch. Da ist noch einer. Noch zwei. Oh, Bogenschützen. Armbrustschützen. Was auch immer. Viele. Au. Boah, das hat jetzt aber, macht jetzt aber ganz gut Schaden, jetzt muss ich sagen. Da kommt auch noch ein schwarzer Ritter. Komm, dann machen wir erstmal die hier schnell weg. Oh, der hat auch rote Augen. Scheiße, zweiter Schlag immer, ey. Na? Jetzt will er wieder nicht schlagen hier. Ach komm! Mann! Ja! So, hast du davon. Leichte Armbrust. Wird echt mal wieder Zeit für ein Leuchtfeuer. War da oben noch ein Ritter? Also ein großer? Oh ja. Zwei. Oh, yo. Letzte Verteidigungslinie hier, oder was? Komm mal einer her. Nun komm nochmal her. So richtig. Ich stehe doch in Angriffsreichweite. Arsch. So, jetzt läuft er. Jetzt bleibt er stehen. Och Gott. Ihr wollt, ja, ihr wollt mich verarschen, ne? Ihr wollt mich echt verarschen. Dreht der andere jetzt gleich um? Nein. Warum läuft der andere eigentlich im Kreis? Alter, das ist aber nicht einfach hier. Nein. Uah. Meine Güte. Ja, war so klar.
Was für Spinner, ey. Drei Ritter. Puh. Muss ich gleich mal versuchen, irgendwie auf Entfernung doch nochmal irgendwie, dass mich, die muss man doch auch einzeln irgendwie auseinanderziehen können. Was habe ich denn noch so da? Auf jeden Fall noch genug Wurfmesser. Naja, erst muss ich die ganzen Kleinen wieder wegmachen. Ne? Die sind wahrscheinlich auch wieder da, alle. Da ich nicht weiß, was da hinten ist, will ich auch nicht einfach durchsprinten. Ich könnte mir auch eine Blut reinhauen. So, habe ich ein bisschen mehr Lebenspunkte. Blöden Armbrustschützen wollte ich noch weg haben. Okay, er verzaubert seine Waffe. Guck dir das an, ey. Sind da auch nicht ganz dicht. Zweiter Schlag. Oh. Jawohl. Außer aus dem Gleichgewicht hatte ich ihn. Das ist sehr schön. Ich habe auch den Estos Ring an. Also ich habe die beste Heilung, die es jetzt gibt. Ah. Dafür, dass das so kleine Scheißer sind, blocken die eigentlich ziemlich gut. Na? Das klappt auch nicht. So, da oben kommen schon die anderen angeschissen, ey. Brandbombe. Nehme ich mal die Wurfmesser in die Hand. Okay. So, der ist aggro. Komm. Ich hasse diese... Ja! Geh doch mal schneller, Mensch. Wenn ich ein wenigstens schnell mal weghauen könnte. Nee, geht nicht. Drei auf einmal, das ist doch echt... Das ist voll Kacke, ey.
Jawohl. Da darf man echt nicht auf, einfach nicht aufhören zu schlagen. Hat Reichweite. Jawohl. Und der dritte, der ist schon auf dem Rückweg gewesen. Oh, neue Glut, die ich auch eingesetzt hatte. Sehr schön. Nur noch einer jetzt. Boah, wenn da oben nicht mal ein Leuchtfeuer ist, ne? Und ich das hier öfters machen muss. Das mag ich nicht. Oh, das ist der, der schon so gut wie tot ist. So, weg mit dir. Die geben auch nur 4800 Seelen, das ist auch nix. Lohnt sich noch nicht mal, die öfters zu machen. Okay. Versucht rechts. Ah, das ist bestimmt der Fahrstuhl. Der Prinz! Prinz voraus! Ich brauche aber Leuchtfeuer. War hier unten nicht ein Leuchtfeuer bei diesem Fahrstuhl? Dann könnte das echt jetzt mal... Es wäre sehr, sehr nett. Dann müsste ich nämlich diesen langen Weg hier nicht gehen. Da, ich glaube, das ist hier, das ist dieser Fahrstuhl. Aber wie sah das da unten nochmal aus? Ist da ein Leuchtfeuer? Oder ist der Weg wenigstens einfacher hier? Ganz schön hoch. Genau, Burg Lothric. Den wollte ich immer haben, diesen Fahrstuhl. Wo bin ich jetzt hier? Ah, ich bin hier. Hier ist die Drachentöterrüstung, ne? Gewesen. Da ist auch ein Leuchtfeuer. Ja, geil. Okay. Dann lade ich mich jetzt hier auf. Sehr schön. Okay. Ich glaube, da könnte ich mir sogar noch ein Level abholen. Oh ja, kann ich. Na gut, aber das werde ich jetzt schnell alleine machen. Ein paar Seelen verwenden, dann mache ich noch einen Punkt in Ausdauer rauf. Und in der nächsten Folge melde ich mich vor diesem Leuchtfeuer hier, fahre den Fahrstuhl hoch und dann geht es zum Prinzen, Leute. Also, ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei im nächsten Video von Dark Souls 3. Also Leute, vielen Dank fürs Einschalten und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.